Guten Morgen, meine Lieben. Mich gibt's heute nur hinter der Kamera, weil es ist sehr, sehr früh und irgendwie mag ich noch nicht vor die Kamera setzen. Aber ich bin jetzt im letzten Video gefragt worden, also in meinem ersten Kochvideo, ob ich mal zeigen könnte, was ich so frühstücke. Und deswegen dachte ich mir, das mache ich doch gleich mal für euch. Also wie ihr seht, es gibt anteilig sehr viel Obst. Ich schneide mir einen Apfel klein, eine Nektarine und ein paar Träubchen. Und darüber gebe ich dann eben noch Naturjoghurt, das ist der jetzt von B-Light mit 0,1% Fett. Ihr könnt aber auch den mit 1,5% nehmen, das habe ich auch manchmal da, also mal so und mal so. Und darüber gebe ich dann noch hier dieses Früchte-Müsli Vollkorn, 3 Esslöffel oder vielleicht auch nur 2, je nachdem wie mein Hunger dann sein wird, das werde ich jetzt gleich dann entscheiden. Also ich schnibbel das jetzt mal und dann zeige ich euch, wie das ausschaut. Ja, so sieht es dann aus, wenn es geschnippelt ist. Und ja, wie ihr seht, ich habe das jetzt schon auf der Waage stehen. Kontrollfreaks wie ich können das jetzt wiegen. Ich gebe jetzt noch den Naturjoghurt drüber. Das sind immer so ungefähr 5 Esslöffel, die ich da drauf packe. Und die entsprechen eben so ungefähr 125 Gramm. Man könnte auch ein bisschen mehr drauf machen, aber das ist mir dann auch ein bisschen zu viel dann. So, das zum Thema Naturjoghurt. Und dann gebe ich jetzt noch das Müsli drüber. Und ich glaube, ich esse heute 3 Esslöffel. Das vertrage ich heute. Das entscheide ich, wie gesagt, immer ganz spontan und variabel, wie halt mein Hunger ist. So, und dann fehlt im Grunde nur noch, jetzt war noch ein Löffel, mache ich jetzt noch einen Esslöffel, nein, nicht einen Esslöffel, das wäre ein bisschen viel, einen Teelöffel Honig drüber, ich habe den hier jetzt da. Ja, da gehe ich dann schön hier rein, einen Teelöffel und gebe den dann hier so schön drüber. Und dazu trinke ich meist dann einen Tee oder auch eine Tasse Milch, also so ungefähr 250 Milliliter Milch mit auch mal einem Teelöffel Kava mit drin, so ein Nesquik Kava, je nachdem. Aber fürs Punktekonto ist natürlich der Tee besser, vorausgesetzt man trinkt ihn ungesüßt, aber bei gutem, richtig qualitativ gutem Tee kann man ihn absolut auch ohne Zucker trinken und das tue ich auch inzwischen sehr, sehr gerne. Also ich brauche da keinen Zucker mehr extra in den Tee. So, und das ist mein Frühstück, das gibt es fast jeden Tag bis, ich sage jetzt mal auf sonntags, da frühstücke ich nämlich dann Brötchen und Ei und Joghurt und das, was alles so dazu kommt. Aber das werde ich euch dann auch nochmal in einem separaten Video zeigen. Also wünsche euch einen schönen Tag und sag bis bald. Macht's gut. Tschüss.